Moin moin Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video. Jetzt habe ich ja die Gelegenheit, mir die Final Fantasy 15 Demo mal anzugucken. Habe es zum momentanen Zeitpunkt noch nicht gemacht. Werde es dann wahrscheinlich machen, wenn ich das Video hier zumindest aufgenommen habe, bearbeitet, weil naja, man weiß ja nie. Und in dem Zug habe ich mir nochmal die alten Versus Trailer und die 15 Trailer angeguckt. Sie haben seitdem ein paar Dinge geändert, von denen ich nicht weiß, ob sie mir zum momentanen Zeitpunkt gefallen. Man muss ja dazu sagen, dass man nie wirklich viel über Versus wusste und man ja jetzt beinahe überfordert ist mit dem Informationsfluss, den man zu 15 hat oder hatte. Der hat jetzt gerade wieder ein bisschen nachgelassen, aber es war ja doch recht viel schon in diesem Jahr. Und ja, wie gesagt, ich habe mir die Trailer nochmal gesehen und ich weiß ja nicht, wie fern sich Leute daran erinnern, aber ungefähr 2006 wurde das Ganze ja angekündigt. Eine 13er Trilogie, bestehend aus Final Fantasy 13, Final Fantasy Versus 13 und Final Fantasy 13 Agito, glaube ich. Aus Agito wurde Type-Zero. BZW, ich glaube, dass Agito tatsächlich jetzt auch ein Handyspiel geworden ist. Aus Versus 13 wurde dann 2012 oder 2013 auf der E3 Final Fantasy 15 und FF13 hat ja seine eigene Trilogie bekommen. Also auch damals schon war der Versus-Trailer der, der mich am meisten angesprochen hat. Denn der Final Fantasy 13-Trailer war, ja, ich sag mal, typisch Final Fantasy. Relativ bunt, hatte catchige Musik, aber jetzt nichts, was unbedingt hervorstach. Es war einfach, ich sag mal, ein Final Fantasy-Hauptteil. Letzten Endes gab es ja doch ein paar Dinge, die vielen Leuten nicht so gefallen hat, was wahrscheinlich auch mit dem ganzen Entwicklungsdilemma zu tun hat, aber egal. Und Versus war immer irgendwie interessanter. Viele Jahre habe ich mir auch Gedanken gemacht, warum eigentlich? Bin gar nicht so drauf gekommen, aber ich denke, das hat jetzt einfach die Wartezeit auch erwiesen und bewiesen, warum das so war. Auch allgemein hat Square Enix mit seinen Spin-Off-Titeln immer ein bisschen experimentiert. Sei es jetzt zum Beispiel mit 13.2 oder auch mit Titeln, die nicht zur Hauptreihe gehören, mit Crystal Chronicles, da wurde was ausprobiert. Und so wirkte Versus auch, denn man wusste von Anfang an eigentlich, dass es ein Kingdom Hearts-artiges Kampfsystem haben wird, also das Rundenbasieren schon mal komplett weg. Dann hat man einfach diesen unsagbar stimmungsvollen und atmosphärisch dichten ersten Trailer gehabt, ja. Es ist erst düster, später nachts, abends. Sie konnten gleich mit ihrer Lichtengine angeben. Der Hauptcharakter Noctis wirkte so unsagbar ernst und erwachsen und es passte einfach zum Rest des Trailers, der ja tatsächlich auch Blut hatte. Ich meine, hey, das einzige Spiel oder die einzige Final Fantasy, die mir einfallen, wo Blut vorkommt, ist Crisis Core in seinen Cutscenes beziehungsweise am Ende und Type-Zero. Type-Zero ist verdammt blutig. Aber das war völliger Schock. Was? Final Fantasy und Blut? Was ist da denn los? Muss ich haben. Ich spekuliere bis heute noch drauf, dass es das erste Final Fantasy ab 16 sein könnte. Aber wer weiß. Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass die anderen Final Fantasies nicht ihren fairen Anteil an erwachsenen und düsteren Themen haben, um Gottes Willen. Eigentlich hatte das, ich sag mal, alle Final Fantasies ab 4. Die ersten drei würde ich da nicht zwanghaft mit zuzählen. Aber alles von da an wirkte immer unsagbar bunt und sie hatten ihre doch sehr interessanten Frisuren und gerade auch Haarfarben, wenn ich einfach so sehr ich Lightning mag. Aber die Frau hatte pinke Haare und ja, passt so in diesen ganzen JRPG-Japano-Kitsch, wo sie sich ja auch langsam reingefahren haben in diese Schiene. Und da war Versus einfach extrem frisch, auch damals schon. Auch in den anderen Trailern, die ja immer mehr bewiesen haben, dass das Setting sehr, sehr realistisch ist. Ja, es ist nicht dieses Sci-Fi-Ding, was sie ja mit 13 gemacht haben, oder eines der Mittelalter-Settings von den ersten 6 auf jeden Fall. Sondern es war quasi unsere moderne Zeit. Erweckt auch schon mal eine ganz andere Form von Interesse. Und dann, ich glaube, der nächste Charakter, den man wirklich kennengelernt hat, war Stella. Und Stella ist, ihr Character Design, muss ich beinahe sagen, war einfach wunderbar. Ja, sehr anmutig, ebenfalls auch sehr erwachsen. Und ich habe mich einfach so auf Versus gefreut, was sie auch damit hätten machen können.
Aber es kam immer nur, wie schon gesagt, sehr wenige Trailer. Und dann hatte man tatsächlich die ersten Trailer, wo auch mal Text stand. Quasi Dialog, und man hatte sich so gefreut. Und dann kam immer weniger und immer weniger, und ja, man lebte mit der Angst, dass es Versus 13 nicht geben wird. Und diese Angst wurde ja letzten Endes bestätigt, denn wie gesagt, ich weiß nicht mehr, ob es 2012 oder 2013 war, da kam ein neuer Trailer. Und zwar von Final Fantasy XV, wo am Ende noch das Logo von 13 oder von Versus 13 ja, sag mal, zerstört wurde und dann wie Phönix aus der Asche das Logo von 15 kam. Und der Trailer war wunderbar, auf jeden Fall. Aber er war hell. Er war das Gegenteil zu dem, was Versus vorher war. Also er war wieder Final Fantasy typischer. Die Musik ist immer noch schön, auf jeden Fall, aber nicht mehr so ominös. Ja, wir haben keinen. Ich klinge ja beinahe nach einer Oper, das Stück. Wir haben jetzt immer noch wunderschönen orchestralen Sound, aber es ist eher doch so, okay, denn der läuft hinten an und dann kann ich mir zwar einen Loop anhören, aber es liegt eher daran, dass ich ihn irgendwann ausschalte. Also gedanklich, und dann ist auch egal. Und jetzt haben wir eine Boyband. Ich weiß schon, dass man ein paar der Charaktere schon aus den Versus-Trailern kannte, zumindest bin ich da der festen Überzeugung. Gerade den, ich kann mir seinen Namen nicht merken. Wer ist denn das? Prompto? Ach, der blondhaarige Typ. Aber gerade mit den letzten 15 Trailern, wo sich ja auch scheinbar Noctis Persönlichkeit geändert hat, er ist jetzt sehr, sehr verschlafen und noch lange nicht so ernst wie im Versus-Trailer, haben wir ja eine J-Pop-Boyband auf ihrem Roadtrip. Was doch sehr, sehr viel von der vorangegangenen Atmosphäre von Versus 13 zumindest für mich kaputt gemacht hat und somit das Hype-Level gesunken ist. Ich bin immer noch gehypt, unsagbar sogar, und werde mir das Spiel auch in seiner super Sonder, was auch immer, Special Edition vorbestellen, sofern es einiges geben wird, wovon wir wohl alle ausgehen können. Aber mir fehlt da jetzt dieses gewisse Etwas. Die haben auch das Character Design von Stella geändert, und das ist etwas, was mich beinahe am meisten stört. Ich hoffe, ich finde noch ein Bild von ihrem alten Character Design, dass man die schön nebeneinander stellen kann, aber jetzt ist sie, und das ist für mich tatsächlich ein Kritikpunkt, sie ist niedlich. Sie ist nicht mehr so anmutig wie vorher. Sie ist jetzt, ich möchte beinahe sagen, ein Charakter-Archetyp geworden. Wir wissen, wie die niedlichen Charaktere aufgebaut sind. Die können sich in Anführungsstrichen nur in zwei Richtungen entwickeln. Das ist etwas, was mich stört. Und jetzt gibt es noch ein Mädel, das irgendwie scheinbar genauso aussieht wie sie. Großes Mysterium wird drum gemacht. Vielleicht ist es ja auch gut in den Plot eingewoben, aber so, wenn ich das jetzt nur so sehe, bin ich, ich will nicht sagen enttäuscht, das ist zu stark ausgedrückt, aber ein bisschen, okay, die Luft ist ein bisschen raus. Das sind Dinge, die mich ärgern. Vielleicht, ich bin auch ein großer Freund von Charakterentwicklung, ja. Also vielleicht ist es so, dass wir momentan die, sagen wir mal, Final Fantasy-typischen Szenen bekommen, denn es wird echt langsam Zeit, dass wieder ein Haupttitel rauskommt. Und das verarbeiten sie jetzt in den, sag mal, in den regulären 15-Trailern. Und das, was Versus uns früher gezeigt hat, kommt noch. Das kann gut sein. Wir wissen ja im Endeffekt immer noch nichts über 15 und alles, was kommen wird. Aber so momentan ist gerade eher ein bisschen die Luft raus. Hype ist immer noch da, aber nicht mehr so groß wie noch vor ein paar Jahren, als es noch Versus hieß. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch mal wieder der einzige Mensch, der das so sieht. Würde mich nicht überraschen. Weswegen mich auch gerade eure Meinung dazu interessiert, ob ich mir das ausgedacht habe und nur ich das so sehe. Oder ob es tatsächlich irgendwelche von euch gibt, die das zumindest im Ansatz nachvollziehen können und ich nicht nur einfach mal wieder überkritisch bin und zu besorgt, was jetzt im Endeffekt passiert. Ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick in meine Sorgen um 15 gefallen hat. Vielleicht wird, wenn ich die Demo zu Episode Duskarei, sofern das richtig ausgesprochen ist, gespielt habe, ich hab meinen Satzanfang vergessen. Falls euch dazu ein erster Eindruck interessiert und ich die jemals durchspielen werde, die Demo, weil die wohl echt lang sein soll, kann ich das auch machen. Vielleicht ändert das ja auch meine Meinung. Man weiß ja nie so genau. Werde ich das machen? Ich habe schon wieder meinen Satzanfang vergessen. Ich werde meinen Text schreiben müssen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, schönes Wochenende noch, Restwochenende, sofern man das am Wochenende sieht. Hier sind noch zwei weitere Videos verlinkt. Ich weiß noch nicht welche. Social-Media-Gedöns ist in der Videobeschreibung, alles andere Wichtige höchstwahrscheinlich auch.
Und dann tschö. Bis zum nächsten Mal.